Hallo Karlsruhe. Schönen Dank, dass so viele gekommen sind, dass wir hier miteinander ein Gespräch haben können, denn darum geht es ja, wenn über Wahlen entschieden wird, gibt es etwas, das man Wahlkampf nennt, aber in Wahrheit ist es ein Fest der Demokratie. Es werden Argumente ausgetauscht. Es geht um die Frage, wie es weitergehen soll und was wir miteinander erreichen wollen. Und deshalb danke für das große Interesse an Europa und den Perspektiven unseres Kontinents. Aber bevor ich über das spreche, was uns hier zusammengeführt hat und was uns bewegt, wenn wir an Europa und die Zukunft denken, will ich berichten, dass ich heute aus dem Saarland gekommen bin. Dass ich da war, um zu sehen, was für furchtbare Zerstörung eine Naturkatastrophe anrichten kann, was es bedeutet, wenn man sieht, wie Menschenleben, wie Häuser, wie Infrastrukturen einfach gefährdet sind, weil Wassermassen das, was dort existiert, in Gefahr bringen. Und ich kann euch berichten, das ist wirklich eine große Herausforderung. Aber ich kann auch berichten, was ich dort empfunden habe, ist auch ein großes Gefühl der Solidarität. Alle, die dort etwas anpacken können, die Hilfsorganisationen, die Polizei aus dem Saarland und aus anderen Ländern, sind viele gekommen, um zu helfen. Und lasst uns das auch sagen in einem solchen Moment. Wir können nur solche Herausforderungen bewältigen, wenn wir zusammenhalten und wenn wir solidarisch sind. Europa, unser Europa, das ist ein Projekt des Friedens. Das will ich am Anfang sagen, weil das manchmal vergessen wird, wenn wir jetzt über eine Europäische Union sprechen mit 27 Mitgliedstaaten. Am Anfang waren das nur sehr, sehr wenige. Und am Anfang waren das alles Staaten, die nur wenige Jahre davor miteinander im Krieg waren. Weil Deutschland einen Krieg angezettelt hat, das dürfen wir nicht vergessen, wegen der Nazis und des Faschismus. Aber nach wenigen Jahren haben die Nachbarn sich die Hände gereicht und ein großes Friedens- und Versöhnungsprojekt begonnen, die Europäische Union. Und das darf man nie vergessen, wenn wir zu Wahlen schreiten und über die Zukunft Europas abstimmen. Lasst uns auch nicht vergessen, was es bedeutet hat, dass Länder dazukommen konnten, die gerade eben noch unter faschistischen Diktaturen zu leiden hatten. In den 70er Jahren haben die faschistischen Diktaturen geendet, in Portugal, in Spanien, in Griechenland. Auch das ist Europa, die Perspektive dazu zu gehören, in einem Bündnis von demokratischen Rechtsstaaten, in einer Gemeinschaft der Europäischen Union. Auch darüber müssen wir immer Rechenschaft ablegen, wenn wir von Europa sprechen. Und vergessen wir nicht, das ist die Attraktivität dieser offenen Gesellschaft und dieser Botschaft gewesen ist, die es vielen Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs möglich gemacht hat, mutig für ihre Demokratie zu kämpfen. Und was für ein großes Geschenk es ist, dass die Länder Kerneuropas im Zentraleuropa, die immer zu diesem Europa gehört haben, nicht mehr getrennt sind voneinander durch den Eisernen Vorhang, durch eine Ost- und Westgrenze, sondern zusammen sind in der Europäischen Union. Die Demokratie, den Rechtsstand und die Möglichkeit, Wohlstand in einer sozialen Marktwirtschaft zu erreichen, gemeinsam voranbringen. Und deshalb müssen wir auch immer über Frieden und Sicherheit diskutieren, wenn wir über Europa und die Wahlentscheidung reden, die da jetzt ansteht. Denn Frieden und Sicherheit in Europa sind bedroht. Sie sind herausgefordert
durch eine Aufkündigung eines Sicherheitsversprechens, das wir einander weit über die Grenzen der Europäischen Union hinaus gegeben haben. Ein Sicherheitsversprechen, an dem Willy Brandt und Helmut Schmidt hart gearbeitet haben, als sie die KSZE und die OSZE auf den Weg gebracht haben. Das Versprechen nämlich, dass Grenzen in diesem Europa nicht mehr mit Gewalt verschoben werden sollen, dass wir die Grenzen akzeptieren, wie sie sind, dass keiner mehr Krieg führt, um das Nachbarland zu erobern. Und das ist nicht nur so gesagt worden, das ist mehrfach unterschrieben worden, auch von Russland. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sagen, das, was Putin hier aufkündigt mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine, der Rückfall in die imperialistischen Fantasien früherer Jahrhunderte, das ist die Zeitenwende, weil sie das Sicherheitsversprechen Europas nicht mehr fortsetzt, dass wir die Grenzen respektieren. Und darum unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für Sicherheit, Souveränität und Demokratie. Was ist das auch für eine merkwürdige große Mächtelogik, dass ein Nachbarland nicht demokratisch sein darf, weil es im eigenen Land dann stört? Was sind das für merkwürdige Fantasien, dass es eine Bedrohung ist, wenn eine Gemeinschaft von Demokratien in der Nachbarschaft sich zusammentut? Aber genau das sind doch die Gedanken, die den russischen Präsidenten umtreiben. Und das will ich auch sagen. Eigentlich ist mein größter Wunsch, nimmt den Staats- und Regierungschefs die Geschichtsbücher weg. Sie blättern sonst darin rum und überlegen sich, was früher mal zu ihrem Land gehört hat. Und wenn man daraus den Schluss zieht, Krieg führen zu wollen, wo soll das enden, liebe Freunde? Wir müssen Frieden und Sicherheit ohne Krieg sicherstellen. Darum geht es in der Sicherheits- und Friedensordnung Europas. Aber das darf eben nicht heißen, dass wir die Angegriffenen alleine lassen. Und deshalb ist es richtig, dass Deutschland in Europa mittlerweile der größte Unterstützer der Ukraine ist, wenn es um Entwicklungshilfe geht, wenn es um Finanzunterstützung geht, aber eben auch, wenn es darum geht, dass man das Land verteidigen kann. 28 Milliarden Euro haben wir bereitgestellt, schon geliefert oder werden wir liefern. Der größte Betrag in ganz Europa. Und ich sage, auch wenn es eine große Herausforderung ist, es ist richtig, dass wir das tun. Die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine müssen ihr Land verteidigen können. Aber wir tun das. Wir tun das immer besonnen. Wir machen das immer in einer Art und Weise, die sicherstellt, dass dieser Krieg nicht zu einem Krieg eskaliert und sich ausweitet zwischen Russland und der NATO zum Beispiel. Und deshalb bekenne ich mich zu dem, was auf manchen unserer Plakate steht und was ich immer wieder öffentlich gesagt habe. Wir unterstützen die Ukraine, aber jede Entscheidung, die wir treffen, werden wir mit Klugheit und Besonnenheit abwägen. Das ist das Versprechen, das ich den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland gebe und hier gerne wiederhole. Und immer wieder gibt es welche, die sagen, das soll man machen und jenes soll man machen. Und ich habe das Gefühl, mit dem Schaum vom Mund spricht es sich nicht besser. Jedenfalls höre ich da Dinge, die nicht gut sind. Und es war am Anfang des Krieges so, dass es eine Debatte gab, ob wir No-Flight-Zones haben sollten. Also sicherstellen mit Kampfflugzeugen europäischer Länder, dass dort keine nicht-ukrainischen Flugzeuge fliegen können. Das ist etwas, wo wir dann direkt in dem Krieg beteiligt wären. Wir alle in Europa, auch die USA. Und darum haben damals alle Nein gesagt. Und ehrlicherweise, es ist keine Vernunft da drin und nichts, was irgendeinen Sinn macht,
wenn jetzt jemand sagt, sowas machen wir, aber dann vielleicht nur 70 Kilometer oder 100. Leute, das ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Die Ukraine unterstützen, aber wir selber wollen und werden nicht Kriegspartei werden. Wir nicht, Europa nicht, die NATO nicht. Und wir müssen uns da auch nichts sagen lassen. Denn wie man weiß, dass es eine fiskalische Unterstützung für die Ukraine gibt aus Europa, das hat auch der deutsche Bundeskanzler bewegt, indem er eine einstimmige Entscheidung im Europäischen Rat möglich gemacht hat. Dass es so ist, dass die Ukraine jetzt eine Beitrittsperspektive für Europa hat, das hat er auch bewirkt, auf die gleiche Weise und weil das notwendig ist. Aber das ist genau, was wir tun müssen. Wir müssen klar für den Frieden uns einsetzen, für die Sicherheit. Wir müssen es aber auch mit der notwendigen Besonnenheit machen. Und wir müssen sicherstellen, dass es aber nicht bedeutet, naiv zu sein, indem wir diejenigen, die angegriffen werden, alleine lassen. Frieden und Sicherheit, ein Thema, das uns übrigens über unseren Kontinent hinweg umtreibt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich muss es noch sagen, es gibt unglaublich viele Kriege, Bürgerkriege und Kriege zwischen Staaten, die gegenwärtig die Welt erschüttern. Und bei manchen hat man das Gefühl, weil sie weiter weg von uns liegen. Deshalb kommen sie schnell wieder aus dem Blickwinkel. Aber wir sollten hingucken, was passiert in Myanmar. Wir sollten gucken, was im Jemen ist, ein Bürgerkrieg. Im Sudan, was in Somalia stattfindet, in Mosambik, im Kongo, in der ganzen Sahelzone. Wir haben das mit Mali und anderen Ländern erlebt und die Liste lässt sich verlängern. Aber natürlich schauen wir auch auf den Konflikt, der in unserer größeren Nähe liegt, im Nahen Osten. Und deshalb will ich auch, weil einige hierher gekommen sind, um ihre Meinung laut zu sagen, meine dazu auch sagen. Es ist richtig, dass wir einen klaren Standpunkt haben. Und dieser klare Standpunkt lautet, wir verurteilen den brutalen Terrorangriff der Hamas auf israelische Bürger im Oktober des letzten Jahres. Es gibt keine Welt, es gibt keine Moral, die rechtfertigt einen solchen auf Entwürdigung und Entmenschlichung von anderen Bürgern gerichteten Angriff irgendwie zu begründen. Ich sage, das war gegen alle Humanität, das ist zu verurteilen und Israel muss sich gegen die Hamas verteidigen können. Und deshalb auch klare Standpunkte des deutschen Bundeskanzlers zu der Frage, wie wir in diesem Konflikt denken. Erstens, ich habe es schon gesagt, dieser Angriff ist zu verurteilen. Zweitens, die Geiseln, die Hamas genommen hat, müssen freigelassen werden. Das gehört übrigens auch für diejenigen, die gestorben sind und getötet sind. Ihre Familien müssen sich verabschieden können und deshalb müssen auch die Leichname herausgegeben werden. Aber es gehört auch dazu, dass wir klar sind. Es muss genügend humanitäre Hilfe geben, die nach Gaza gelangt. Wir haben immer gesagt, und ich sage es auch hier, 500 Lkw pro Tag sind das Mindeste. Wer einen Krieg führt, ist auch für die Humanität verantwortlich und für die Zivilbevölkerung, die Opfer dieses Krieges ist. Das dürfen wir erwarten und das erwarten wir. Deshalb verurteilen wir jeden Angriff von Siedlern im Westjordanland auf palästinensische Bürgerinnen und Bürger. Das ist nicht in Ordnung und das ist etwas, was wir nicht akzeptieren. Ja, und ganz aktuell sage ich auch, wir sind uns einig, wir in Deutschland, in Europa, die amerikanische Regierung.
Es ist unverantwortlich, jetzt über einen Angriff auf Rafah nachzudenken, wo viele Millionen Flüchtlinge Zuflucht gefunden haben und ungeschützt sind. Das kann nicht gut ausgehen. Und deshalb haben wir diese Warnung auch immer klar ausgesprochen. Und wir reden über eine Perspektive. Und diese Perspektive ist ganz, ganz klar. Es muss ein friedliches Miteinander geben. Und das bedeutet eine Zwei-Staaten-Lösung von Israel und einem palästinensischen Staat, der Westbank und Gaza umfasst. So wie es die Vereinten Nationen sehen, die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und eben auch wir und viele, viele andere und auch viele israelische Bürgerinnen und Bürger und viele palästinensische Bürger in Westbank und Gaza. Ein solches friedliches Miteinander ist möglich. Gemeinsame Sicherheit, die Worte, die einmal für OSZE und KSZE gegolten haben, ist auch im Nahen Osten möglich. Und es ist die einzige Perspektive. Man kann sich nicht auf Dauer vorstellen, dass zwei Staaten nebeneinander existieren, ohne dass sie sich wechselseitig eine gute Zukunft garantieren und ermöglichen. Und das muss auch dort gelingen. Unser Standpunkt dazu ist klar. Aber das sagend, ist unser anderer Standpunkt auch klar. Wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt, hat uns zum Gegner. Das ist nichts, was auf Frieden, Sicherheit und gemeinsame Zukunft ausgerichtet ist. Nur eine Perspektive zweier Staaten nebeneinander ist eine, die funktioniert. Und das Existenzrecht Israels gehört dazu. Frieden und Sicherheit, große Themen. Und ich sage es nochmal und mit aller Klarheit an alle, die auch sich gemeint fühlen dürfen. Frieden und Sicherheit setzt Klugheit voraus, Besonnenheit und dass man sich mit seinen Freunden und Partnern abspricht. Das ist nichts für Heißsporne. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Demokratie und Rechtsstaat, das macht uns in Europa aus. Das war einer der Punkte, die zum Zusammenkommen geführt haben. Und deshalb müssen wir da auch immer klar sein, wenn wir über die anderen Länder Europas mitreden, was wir dürfen, weil wir in einer Union versammelt sind. Es geht uns was an, was in den Hauptstädten der anderen 26 Länder passiert. Wir interessieren uns für deren innere Politik. Die müssen selbst entscheiden, wo sie hinwollen. Aber es ist unsere gemeinsame europäische Zukunft. Und deshalb sage ich auch hier und an dieser Stelle, das ist unverhandelbar, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Minderheitenrechte in allen Staaten Europas immer nicht in Zweifel gezogen werden, sondern garantiert werden. Und wir haben ja Möglichkeiten gefunden. Wir haben ja Möglichkeiten gefunden mit den Entscheidungen, die wir zuletzt getroffen haben, wenn es darum geht, europäische Zahlungen daran zu orientieren, dass Rechtsstaatlichkeit auch funktioniert. Und das hat was bewirkt. Und im Übrigen bewirken natürlich noch ganz andere was, nämlich die Völker unseres Europas, die Bürgerinnen und Bürger selber, die zum Beispiel in unserem schönen Nachbarland Polen entschieden haben, dass sie eine Regierung haben wollen, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in unserem gemeinsamen Verständnis von uns allen 27 Staaten auch in Polen durchsetzt und umsetzt. Und darum bin ich gar nicht so pessimistisch, was die Zukunft betrifft, will aber klar sagen, das ist ja überall so, dass wir neue Herausforderungen haben. Und ich frage mich schon, mit allen, die hier versammelt sind, wie kommt das eigentlich, dass so viel Unruhe ist in den reichsten Ländern der Welt, in den USA, in Kanada, in Europa, in den vielen Staaten? Unverändert sind das die Länder, wo die Bürgerinnen und Bürger alle zusammen die besten ökonomischen, politischen Perspektiven haben,
mehr Sicherheit haben als in vielen anderen Ländern der Welt, individuell und bei ihren Möglichkeiten für ihre Kinder und Enkel. Und trotzdem ist da Unruhe und Unsicherheit. Wir erinnern uns noch an den Sturm auf das Kapitol in den USA, an all die Dinge, die da stattgefunden haben. Wir sehen die großen Herausforderungen, mit denen dem Streit verbunden sind, der in den USA stattfindet, und die Polarisierung. Wir sehen das in vielen europäischen Ländern, wo man sich von außen fragt, haben die überhaupt Probleme? Also aus der Perspektive von jemandem, der in Südamerika lebt, muss ein Land wie Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Niederlande, Deutschland, Österreich, könnte ein bisschen weitermachen. Die sind sowas Ähnliches wie ein Paradies. Den muss man erst erklären, dass es da Probleme gibt. Wir wohnen da, wir wissen, es gibt welche. Aber ich sage ausdrücklich, ein bisschen muss man sich das Gefühl doch dafür bewahren. Und deshalb nochmal auf die Frage zurückkommen, woher kommt diese Unruhe, die Unsicherheit über die Zukunft, die plötzliche Attraktivität von denjenigen, die in die Vergangenheit verliebt sind und das mit Repressionen und Ressentiments begleiten. Ich glaube, das ist schon so, die Zukunft ist ungewiss. Sie ist es mehr, als sie es vor 30 Jahren war. Nun steht ja in jedem Lehrbuch, das ist die Zeit der großen Chancen, das stimmt sogar. Aber erstmal hätte man ja klar gerne, dass man wüsste, wie es ausgeht. Bei manchen Büchern guckt man ja auch hinten, wie ist das Ende, bevor man anfängt zu lesen. Und bei manchen Geschichten würde man auch gern wissen, geht's gut aus? Und das geht uns auch darum, wenn wir hier über Deutschland, über Europa, über uns nachdenken. Geht's gut aus, wenn Milliarden Menschen auch gute Perspektiven haben, zur Mittelschicht aufsteigen in Südamerika, in Afrika, in Asien, was ihnen zu wünschen ist, wenn sie Autobahnen haben und Eisenbahnen und Flughäfen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und Fabriken und Millionenstädte. Und die Antwort kann nur sein, dass wir alles dafür tun, dass wir die großen Herausforderungen bewältigen. Und das sind zwei. Wir müssen immer sicherstellen, dass wir technologisch vorne dabei sind. Und bisher ist uns das in Deutschland übrigens immer wieder gelungen. Es muss uns nur jetzt auch wieder gelingen, weil man kann sich nie auf der Vergangenheit ausruhen. Auch das gilt. Und das gilt dann für künstliche Intelligenz, nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance. Das gilt für Robotik, das gilt für Quantenrechner, das gilt für moderne Biologie und die Möglichkeiten der Pharmaindustrie und der Gesundheitswirtschaft, die sich daraus ergeben. Und genau an diesen ganzen Baustellen arbeiten wir. Aber das Zweite ist auch, dass wir eine Welt möglich machen müssen, in der Wachstum, gute Arbeitsplätze und bessere Löhne möglich sind, weil wir auf eine Zukunft setzen, in der das Klima und die Biodiversität, unsere Umwelt, die Natur, die wir so lieben, nicht geschädigt werden durch das Wachstum. Das ist doch die Übersetzung, wenn wir so komische Wörter wie Transformation und Ähnliches benutzen. Und darum meine Aussage. Wir haben 20 Jahre viele Entscheidungen getroffen in den zuletzt. Sogar auch richtige, zum Beispiel auszusteigen aus der Nutzung der Atomenergie zur Verstromung. Zweimal hat das eine deutsche Regierung gemacht mit SPD und Grünen, mit CDU, CSU und FDP, und nun sind wir auch wirklich draußen. Und wir haben entschieden, aus der Kohleverstromung auszusteigen, spätestens bis 2038. Was aber liegen geblieben ist, statt dass man nicht nur Ziele beschließen kann, wo man 2030 und 2040 und 2050 stehen will, sondern auch mal was dafür tun muss. Und diese zwei Jahre, die wir bisher hier in diesem Land regiert haben, sind diejenigen, in denen alle liegen gebliebenen Entscheidungen getroffen worden sind und auch noch getroffen werden. Wir haben ein Tempo erreicht bei der Umbau unserer Infrastruktur, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Ausbau der Stromleitung, bei der Schaffung eines Wasserstoffnetzes, bei der Elektrolyse, bei
CO2-neutralem Stahl, bei einer modernen Chemieindustrie, bei tollen deutschen Automobilfirmen, die Elektromobilität genauso toll können wie Verbrennerfahrzeuge und, und. Und genau das ist die Zeit, in der natürlich alle immer weiter fragen, wie wird es ausgehen. Aber wir haben uns nicht gedrückt und deshalb kann man sagen, mit diesen Entscheidungen kann es gut ausgehen und wird es gut ausgehen. Nur so können wir Sicherheit schaffen. Aber wir müssen denjenigen, die davon leben wollen, dass Unsicherheit ist und die das Ressentiment schüren, immer gleichzeitig auch entgegentreten. Und deshalb will ich sehr klar unterstreichen, was viele Rednerinnen und Redner hier schon gesagt haben und was, glaube ich, auch ein großer Konsens ist bei allen in Deutschland, bei allen Deutschen. Die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten dürfen im Europäischen Parlament nicht mit zu der Mehrheit gehören, die jemanden zum Kommissionspräsidenten oder zur Kommissionspräsidentin wählt. Genauso wie es da eine klare Linie geben muss in diesem Land. Das ist bisher so. Das sage ich ausdrücklich und dafür bin ich dankbar als Konsens der demokratischen Parteien. Aber dankbar sage ich, lasst uns dabei bleiben. Aber was auch dazu gehört, dass die Zukunft eine ist, auf die man sich freuen mag, wo man keine Angst vor hat, wo man sich sicher fühlt, ist, dass man das Gefühl hat, das geht nicht nur für uns als Land gut aus, sondern auch für mich, für meinesgleichen, für meine Enkel und Kinder, für alle die, die mir wichtig sind, für meine Freunde. Nicht nur für die Tollen, die man immer im Fernsehen sieht, sondern auch für die Tollen, die man nicht im Fernsehen sieht. Und deshalb will ich sagen, es ist wichtig, dass der Zusammenhalt nicht für eine kleine Sache gehalten wird, dass Respekt vor der Arbeit und Lebensleistung von Bürgerinnen und Bürgern nicht für eine Fußnote des politischen Themenfeldes gehalten wird. Und es geht gar nicht, wenn einige den Eindruck erwecken, jetzt sind andere Zeiten und damit wir das machen können und das machen können, gehen wir mal an die Rente. Ich finde, das hat mit Zusammenhalt und Respekt nichts zu tun. Das ist ein Angriff auf Bürgerinnen und Bürger, die fleißig gearbeitet haben oder fleißig arbeiten werden. Manche tun ja immer so, dass wenn wir über Rente reden, dass wir das machten, weil es um die Rentnerinnen und Rentner geht. Ja, klar. Aber wir machen das vor allem für 17-Jährige. Denn das müssen wir den hier anwesenden 17-Jährigen ja verraten. Wenn Sie jetzt eine Lehre machen, dann müssen Sie 5 Jahrzehnte arbeiten. Und wenn man 5 Jahrzehnte arbeitet und Beiträge zahlt, dann wüsste man schon gerne, was dabei rauskommt. Und deshalb ist es für uns so wichtig zu sagen, wir garantieren ein stabiles Rentenniveau in Deutschland. Und das gilt übrigens auch, wenn wir über die Frage diskutieren, wann kann man in Rente gehen? Also, ich sage das hier ganz klar. Wir haben Gesetze, das Renteneintrittsalter steigt auf 67. Aber ich bin strikt dagegen, wenn jetzt begonnen wird zu sagen, ob es nicht noch weitergehen kann. Das muss mal ein Ende haben. Ich finde 5 Jahrzehnte Arbeit ganz schön viel. Nicht für alle, auch nicht für mich. Aber ich sage ausdrücklich, es geht ja auch nicht um die Frage, ob man nicht weiterarbeiten kann, wenn man möchte. Das geht ja schon. Ich erlebe jetzt immer wieder in politischen Talkshows und in irgendwelchen Reden, wer will, muss doch weiterarbeiten können. Da sage ich, wer will, der kann doch weiterarbeiten. Das ist noch nie verboten worden durch die Rentenversicherung, durch irgendein Gesetz oder irgendwas anderes.
Aber man müsste es vielleicht ein bisschen einfacher machen, dass sich Unternehmen und Beschäftigte entscheiden, das zu tun, es freiwillig zu machen. Weil es ist ja toll, wenn jemand sagt, ich möchte noch weiter rackern. Das hat mir immer Spaß gemacht. Aber es darf kein Zwang sein. Und darüber muss Klarheit herrschen. Das gilt übrigens auch für diejenigen, die langjährig versichert sind und viele Beiträge gezahlt haben, 45 Jahre gearbeitet. Das läuft ja immer so unter der Überschrift Rente mit 63. Darum geht es gar nicht, übrigens auch schon gar nicht mehr, weil es ja was zu tun hat mit einem Abstand zum Renteneintrittsalter, das steigt. Aber mal abgesehen davon, auf fast jeder Veranstaltung, wo Bürgerinnen und Bürger mir Fragen stellen können, und das mache ich gerne immer so, das mache ich oft, kommt irgendjemand oder irgendeine und schlägt vor, könnte man nicht eine Regelung erfinden, wo jemand, der wie ich hart im Krankenhaus rackert oder an der Werkbank steht oder als Handwerkerin tätig ist, weil es so schwer ist, ein bisschen früher in Rente gehen kann als die Leute, die andere Jobs haben. Dann sage ich denen immer, das gibt's schon. Das wird gerade überall von den Eliten in diesem Lande als Rente mit 63 mit schlechtem Ugu versehen. Wir haben eine Regelung, die Respekt hat vor denen, die früh angefangen haben und hart gearbeitet haben. Und ich sage, das ist eine gerechte Regelung, weil sie der moralischen Vorstellung vom Wert der Arbeit entspricht, die wir Bürgerinnen und Bürger in Deutschland alle gemeinsam teilen. In dem Sinne will ich gern auch gleich noch hinzufügen, ordentlich bezahlt werden sollte man schon auch noch. Auch das wird ja immer wieder in Frage gestellt. Aber man gucke sich mal in Städten um. Ich kenne jetzt die Zahl von dieser Stadt nicht. Wie viele Einwohner und Einwohner ein Recht hätten auf eine geförderte Wohnung? Da kommen immer ganz große Zahlen zusammen, typischerweise 50%, je nachdem, wie das ausgestaltet ist. Man frage mal, wie viele Leute eigentlich oberhalb welchen Einkommens verdienen. Und dann stellt man fest, es sind nicht so viele, wie man immer denkt. Das heißt, für eine große Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern ist die Frage eines guten Lohns eben unverändert von größter Bedeutung, vor allem, weil das Leben ja auch nicht billig ist. Und deshalb will ich hier und an dieser Stelle sagen, ja, ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland einen Mindestlohn gegen Widerstände durchgesetzt hatten. Und ich bin stolz darauf, dass wir jetzt einen großen Schritt genommen haben und nochmal dafür gesorgt haben, dass er auf 12 Euro steigt. 6 Millionen haben mehr verdient hinterher als vorher, die größte Gehaltssteigerung im unteren Einkommensbereich, und sie war gerecht und notwendig. Und es war nicht so klug, dass die Kommission, die über die nächsten Erhöhungsschritte entscheiden soll, das erste Mal das nicht einvernehmlich gemacht hat, wie es sich in sozialpartnerschaftlicher Tradition in Deutschland gehört, sondern eine Mehrheitsentscheidung getroffen hat, und darum sage ich gerne, dass ich mit Absicht klar mache, was ich richtig finde. Der Mindestlohn muss weiter steigen, in mehreren Schritten auf 14, auf 15 Euro. Das ist das, was gerecht ist. Und ehrlicherweise, man rechne sich mal einen Mindestlohn aus, sogar fleißig, 40-Stunden-Woche mit dieser Summe. Da kommt man nicht auf ein Bruttoeinkommen, wo man denkt, jetzt kann man aber ordentlich mal alles Mögliche sich leisten. Sondern das ist immer noch wenig Geld. Und deshalb bitte ich, dass diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, nicht immer aufschreiben, wieso das alles nicht geht. Das ist eine Frage von Moral, Arbeitsmoral und Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, in der Arbeit eine zentrale Rolle spielt. Also viele Themen, um die es geht, wenn in Europa gewählt wird. Und dieses Geheimnis will ich am Schluss dann noch verraten.
Es wird nicht über Europa abgestimmt. Ob wir Europa toll finden. Ob wir gerne Beethoven-Musik hören. Ob wir ergriffen sind und erhaben, wenn wir die europäische Fahne sehen. Sondern es wird abgestimmt, welche Politik in Europa gemacht wird. Das ist wie hier in Deutschland. Da wählen wir auch nicht Deutschland, wenn wir zum Bundestag wählen. Oder Karlsruhe, wenn wir den Bürgermeister wählen. Sondern wir wählen ganz konkret den Bürgermeister, ganz konkret eine Partei zum Bundestag. Und wir wählen eine Politik. Und die Politik, die ich für Europa empfehle, ist eine Politik, getragen von sozialdemokratischen Gedanken, getragen von der Vorstellung, dass Frieden und Sicherheit, dass Demokratie und Rechtsstaat und ein gutes, gerechtes Miteinander die Grundlage sind dafür, dass unser Europa auch in Zukunft gelingt. Schönen Dank.